Der Begriff der öffentlichen Meinung wird positiv akzeptiert, staunt Adorno 1960 in seinem Vortrag Meinung, Wahn, Gesellschaft. Der von der Philosophie seit Platon tradierte Begriff von Meinung überhaupt, Doxa, ist wertfrei, denn ihm zufolge können Meinungen richtig oder falsch sein, nichtig, denn sie sagen, dass Nichtseiendes seiend wäre. Richtig, denn die Meinung sagt Seiendes über Seiendes. Beidem steht die Vorstellung von pathogenen, abartigen, wahnhaften Meinungen gegenüber, oft verbunden mit dem Begriff des Vorurteils. Nach dieser schlichten Zweiteilung soll es auf der einen Seite etwas wie gesunde, normale Meinung geben, auf der anderen solche extremer, exzentrischer, bizarrer Natur. In Amerika heißen etwa die Ansichten faschistischer Splittergruppen die eines Lunatic Fringe, eines verrückten Randes der Gesellschaft. Tatsächlich lässt ein Moment des Irren an solchen Produkten kaum sich übersehen, dass allerdings wohl gerade den Sauerteig ihrer Wirkung ist. Eben das jedoch sollte gegen eine eingeschliffene Konsequenz der verbreiteten Vorstellung misstrauisch machen, dass die normale Meinung bei der Mehrheit über die wahnhafte notwendig siege. Die normale Meinung verdrängt die abnormale, anormale, unnormale, verrückte Meinung, hofft man. Das ist ein Meinungsdualismus, obwohl das Verrückte im Normalen, das Normale im Verrückten vorkommt. Nicht bloß ist die Annahme überaus zweifelhaft, selber die Verherrlichung bloßer Meinung, nämlich der Herrschenden, die das Wahre nicht anders zu denken vermag, denn als das, was alle denken, sondern die sogenannte pathische Meinung, die pathetische Meinung, die gefühlsbetonte, die übertrieben betonte Meinung, die Deformation des Vorurteils, des Aberglaubens, des kollektiven Wahns sind vom Begriff der Meinung überhaupt nicht zu trennen. Darüber hinaus entspringt die pathische Meinung, das deformierte und aberwitzige von Kollektivideen in der Dynamik des Begriffs der Meinung selbst, in der wiederum die reale Dynamik der Gesellschaft steckt, die solche Meinungen, die falsches Bewusstsein notwendig produziert. Das falsche Bewusstsein ist ein Verblendungszusammenhang. Die Unfähigkeit zu vernünftiger Überlegung wird hergestellt. Meinung ist die, wie immer, auch eingeschränkte Setzung eines subjektiven, in einem Wahrheitsgehalt beschränkten Bewusstseins als gültig. Jedes Bewusstsein ist eine Einsicht. Die Unfähigkeit zu vernünftiger Überlegung stellt falsche Ansichten her. Einer vertritt seine Ansichten, er verkündet sie, er steht mit Leib und Seele dahinter. Wer eine Meinung hat über eine Frage, die einigermaßen offen ist, nicht vorentschieden, deren Beantwortung nicht ebenso leicht sich überprüfen lässt wie die, ob es regnet, neigt dazu, sich in diese Meinung festzumachen oder auch, nach der Sprache der Psychoanalyse, sie affektiv, leidenschaftlich, gefühlvoll, gefühlsmäßig zu besetzen. Meine Ansichten sind eine Herzensangelegenheit, dass ich Recht habe, ist eine Frage über Sein und Nichtsein. Diese Neigung beruhe auf Narzissmus, auf Selbstliebe, sagt Adorno. Also darauf, dass die Menschen bis heute dazu gehalten sind, ein Maß ihrer Liebesfähigkeit nicht etwa geliebten anderen zuzuwenden, sondern sich selber auf eine verdrückte, verdruckste, unehrliche, uneingestandene und darum giftige Weise zu lieben, der Rechthaber entwickelt, um nur ja die narzisstische Schädigung von sich fernzuhalten, die ihm durch die Preisgabe der Meinung widerfährt, einen Scharfsinn, der oft weit seine intellektuellen Fähigkeiten übersteigt, die Klugheit, die in der Welt aufgewandt wird, um narzisstisch mit Scharfsinn Unsinn zu verteidigen, reichte wahrscheinlich aus, das Verteidigte zu verändern.
Die Verteidigung bindet Energie, die gebraucht wird, um das Geliebte zu verändern, zu verwandeln. Die Verteidigung ist eine Starre, ein Beharren. Vernunft im Dienst der Unvernunft, nach Freuds Sprache, die Rationalisierung springt der Meinung bei und verhärtet sie so, dass sich weder mehr daran rühren lässt, noch ihre Absurdität offenbar wird. Die logische Form des Urteils, gleichgültig ob richtig oder falsch, hat in sich etwas Herrschaftliches, Verfügendes, das dann in der Insistenz auf Meinungen, dem Bestehen darauf, als auf einem Besitz, Grund und Boden, Grundbesitz, auf dem man steht, sich widerspiegelt. Überhaupt eine Meinung haben, urteilen, dichtet sich schon in gewissem Maß gegen die Erfahrung ab und tendiert zum Wahn, während andererseits doch nur der zum Urteil fähige Vernunft hat. Das Urteil bildet sich durch Auseinandersetzung mit der Erfahrung. Die Meinung ist eine Einbildung, keine Einsicht. Die Meinung ist kein Urteil. Die Meinung ist noch kein Urteil. Sie ist unfertiges Urteil. Über das, was war und was bloße Meinung, nämlich Zufall und Willkür sein soll, entscheidet die gesellschaftliche Macht, die das als bloße Willkür denunziert, was mit ihrer eigenen Willkür nicht zusammenstimmt. Die Grenze zwischen der gesunden und der pathogenen Meinung wird in Praxis von der geltenden Autorität gezogen. Meinungen sind erfahrungslos, Urteile sind Bedingungen von Erfahrung, als der Möglichkeit von Erfahrung. Meinungen sind die Kunde von Erfahrungen, Meinungen sind die Kunde von Urteilen. Die Meinung weiß ein Urteil, das sie ohne Erfahrung nicht selbst entscheiden kann. Die Meinung ist ein Wissen von Urteilen, die andere aufgestellt haben. Urteile sind Erkenntnisse, Aussagen über die Welt, die Erfahrung von Welt. Die Meinung hat keine Erfahrung mit dem Gegenstand des Urteils. Der Besitz der Meinung ersetzt das Fehlen des Objekts, des Gegenstandes, den man nicht besitzt, den das Denken nicht besetzen kann, weil es ihn nicht vor Augen hat, weil keine Erfahrung von ihm ist. Die Meinung verdummt die Intelligenz, weil das Objekt dem Denken nicht gegeben wird. Deshalb macht sich die Meinung zum Objekt ihrer selbst. Die Meinung ist der Gegenstand des Urteils, ein Gemeintes. Der Gegenstand ist ein Gemeintes, wenn er nicht erfahren wird. Meinung ist zunächst Bewusstsein, Ansicht, das seinen Gegenstand noch nicht hat. Das gegenstandslose Meinen kommt nicht zur Einsicht. Ohne Gegenstand folgt Meinung der Linie des geringsten Widerstandes, wenn sie undurchbrochen der bloßen Konsequenz sich überlässt, was sich ergibt, im sich selbst bespiegeln, wobei man sich nicht im Spiegelbild verlieren kann, vergessen und sich beim Vergessen zu verändern. Wer sich vergisst, muss, wenn er A sagt, nicht B sagen, soll Brecht gesagt haben. Wer sich nicht vergisst, muss B sagen, beziehungsweise der kann nur A sagen. Bloße Meinung neigt zu jenem nicht aufhören können, das pathische Projektionen heißen darf, wobei Gefühle dem anderen übergeworfen werden. Gefühle, die man nicht haben will. Der Überwurf erscheint als die Wahrnehmung der Gefühlsmäßigkeit des anderen. Die Projektion erscheint als Wahrnehmung. Diese nimmt wahr die Gefühle des anderen, die eigenen Gefühle in der Beziehung zum anderen, die eigentlich eigene Gefühle sind in der Beziehung auf sich selbst. Ein Vorurteil ist eine Meinung über den anderen, ohne ihn zu kennen. Die Meinung ist aber eine Projektion auf den anderen. Sie erzeugt die Erscheinung des anderen als der, wie ich ihn mir vorstelle. Ich sehe nichts als meine Projektionen. Die permanente Wucherung des Meinens ist vom Objekt her motiviert, weil ich eine Wissensform bin, die in ihrem projizierten Wissen über anderes lebt. Jede Meinung ist Projektion, jede Meinung ist Wahn, Fantasie, Täuschung. Die Meinung ist ein Unvermögen.
das Objekt der Erkenntnis zu besetzen, es sich anzueignen, es zu verstehen, es zu nehmen. Die Meinung ersetzt das Objekt der Erkenntnis dem erkennenden Subjekt. Die psychische Leistung der Meinung ist es, die widerspruchsvolle Wirklichkeit, die eine Vorstellung ist, aus der sich ein Wille ergibt, ein Begehren, ein Sinn, der ständig enttäuscht wird, weil sich das Urteil über die Welt weltlos vollzieht, widerspruchslos zu ordnen, um sich in der Welt zu orientieren, die man sich vorstellt. Das Selbstvertrauen der unentwegt Meinenden fühlt sich gefeit gegen jedes abweichende konträre Urteil. Diese psychische Leistung wird aber von den pathischen Meinungen weit besser erfüllt als von den angeblich gesunden. Die Ich-Schwäche, in der der seelische Mechanismus die reale Ohnmacht des Einzelnen gegenüber der vergesellschaften Apparatur registriert, bemerkt, wäre einem unerträglichen Maß an narzisstischer Kränkung ausgesetzt, wenn sie nicht durch Identifikation mit der Macht und Herrlichkeit des Kollektivs sich einen Ersatz suchen würde. Die Identifikation ersetzt die eigene Machtlosigkeit. Der Vernunftglaube ist ein Wissenschaftsglaube. Man glaubt an ein Urteil wie an eine Meinung. Der Vernunftglaube verkündet die subjektive Relativität aller Erkenntnis. Die Relativität aller Erkenntnis meint, dass jede Erkenntnis eine andere voraussetzt, sodass sich der Gegenstand jeder Erkenntnis entzieht, sodass es keine Erkenntnis gibt, sondern nur gegenstandlose Meinung. In Wirklichkeit sei das Objekt der Erkenntnis das subjektive Eigeninteresse, das die Welt braucht, um sich zu erfüllen, das aber die Welt nur als Vorstellung hat. Das Eigeninteresse ergibt sich aus der Vorstellung der Welt, die ein Produkt des Eigeninteresses ist, ein Zirkel. Die Welt ist so, wie ich sie mir vorstelle, weil ich etwas will, das ich mir vorstelle. Ich stelle mir die Welt vor, wie sie sein muss, damit ich bekomme, was ich will, damit sie enthält, was ich will, und ich will, was ich will, weil sie es mir zeigt. Die Welt ist so, wie sie ist, weil sie etwas hat, was ich haben will. Die Welt kann etwas sein, das ich haben will, ohne dass es existiert. Ich kann in der Welt die Welt suchen, mich. Ich kann in einer Welt leben, die ich mir vorstelle, die etwas enthält, was es nicht gibt, das es aber geben muss, weil es die Welt gibt. Die Ideologie ist ein falscher Glaube. Der Glaube ist ein Vorurteil. Die Ungläubigkeit, die Enthaltung, etwas zu glauben, die Vorurteilslosigkeit, kann eine falsche sein, weil diese Urteilslosigkeit, diese Enthaltung nicht denkt, sondern sich anvertraut der Wissenschaft, die nicht glaubt, sondern urteilt. So gilt das Urteil der Wissenschaft absolut. Es ist nicht zu hinterfragen, es ist zu befolgen. Die Überzeugung, Rationalität sei das Normale, ist falsch. Unterm Bann der zähen Irrationalität des Ganzen ist normal auch die Irrationalität der Menschen. Und so kann Rationalität, Vernunft irrational erscheinen, verrückt, anormal. Die Irrationalität, die Unvernunft und die Zweckrationalität, das Lebensinteresse, klaffen auseinander. Aber Unvernunft ist stets auf dem Sprung, auch diese Zweckrationalität im politischen Verhalten zu überfluten. Daher rührt einer der ernstesten all der Schwierigkeiten, denen der Begriff der öffentlichen Meinung in ihrem Verhältnis zur privaten begegnet. Soll öffentliche Meinung legitim jene Kontrollfunktion ausüben, welche ihr in einer demokratischen Gesellschaft zukommt, dann muss sie selbst in ihrer Wahrheit kontrollierbar sein. Die öffentliche Meinung einer Schicht gleichzusetzen, die sich selbst als Elite versteht, wäre darum unverantwortlich, weil in einer solchen Gruppe das wirkliche Sachverständnis und damit die Möglichkeit eines Urteils, das mehr taugt als bloße Meinung, unauflöslich verstrickt ist
in Partikularinteressen, die jene Elite wahrnimmt, als ob es die allgemeinen Interessen, das Gesamtinteresse wären. Die Elite verkauft ihre Interessen als das Gesamtinteresse aller ist gleich Herrschaft, als das Gemeinwohl. Die Meinung gilt dem Widerspruch der Realität, von dem die Meinung produziert wird. Der Widerspruch der Realität ist ihr Versagen, meine Wunscherfüllung. Die Meinung will den Widerspruch aufheben, eine andere Realität, aber nicht andere Wünsche. Keine Freiheit ohne die Meinung, die von der Realität abweicht. Aber solche Abweichung gefährdet die Freiheit. Die Idee der freien Meinungsäußerung, die von der Idee einer freien Gesellschaft gar nicht getrennt werden kann, wird notwendig zu dem Recht, die eigene Meinung vorzubringen, zu verfechten und womöglich durchzusetzen, auch wenn sie falsch, irr, verhängnisvoll ist. Wollte man aber darum das Recht der freien Meinungsäußerung beschneiden, so steuerte man unmittelbar auf jene Tyrannei los, die freilich mittelbar in der Konsequenz von Meinung selbst liegt. Es sei denn, man bezeichnet die falsche Meinung als Gefahr, als tödlich. Meinungen gefährden Menschenleben. Und so ist Beschneidung von Meinungsäußerung Schutz des Lebens. Der Antagonismus, der Gegensatz im Begriff der freien Meinungsäußerung läuft darauf hinaus, dass dieser Begriff die Gesellschaft als die von Freien, Gleichen und Mündigen setzt, während ihre eigene reale Einrichtung all das hintanhält und einen Zustand permanenter Regression der Subjekte produziert und reproduziert, ist gleich Ohnmacht. Das Recht auf freie Meinungsäußerung unterstellt eine Identität des Einzelwesens und seines Bewusstseins mit dem rationalen Gesamtinteresse, mit dem Gesamtwillen, welche in eben der Welt verhindert wird, in der man sie der Form nach als gegeben ansieht. Die Identität wird verhindert, weil sie theoretisch besteht. Die Gewaltenteilung ist Ermächtigung aller statt der realen Entmündigung aller. Die Meinung spiegelt die eigene Ohnmacht, die Entmündigung, den Zwang. Die Meinung ist die Erscheinung der Unfreiheit, der Entfremdung. Sie ist verblendet, weil sie nicht erkennt, dass es sie gibt, weil sie das Objekt der Erkenntnis nicht hat, sich selbst. Dem Subjekt, das keine genuine, ursprüngliche Beziehung zur Sache hat, das abprallt von ihrer Fremdheit und Kälte, wird alles, was es darüber sagt, für es selbst und auch an sich zu bloßer Meinung, einem reproduzierten und registrierten, das ebenso auch anders sein könnte. Die Meinung ist ein Sprechen über etwas, das Worte wiederholt, nicht hervorbringt. Man ist nicht Ursprung seiner Worte, man ist nicht Autor, Urheber seiner Sprache. Die subjektivistische Reduktion auf die Zufälligkeit individuellen Bewusstseins, eine zufällige Sicht der Dinge, eine subjektive Empfindung, eine Einzelmeinung, fügt sich genau in den unterwürfigen Respekt, Ehrfurcht vor einer Objektivität, die solches Bewusstsein unangefochten stehen lässt und der es die Ehre gibt, noch in der Versicherung, was immer es denke, sei angesichts ihrer Gewalt unverbindlich. Die Objektivität, die Realität, die Macht, der Zwang erlaubt unverbindliches Denken oder erlaubt Denken, sofern es sich selbst nicht ernst nimmt, unverbindlich ist. Nach dem Maß der Gewalt sei Vernunft, Denken überhaupt nichts, denn das Denken ist keine Gewalt, es denkt höchstens Gewalt. In der Zufälligkeit des Meinens spiegelt sich der Riss zwischen Objekt und Vernunft, die Trennung, die abgerissene, unterbrochene Verbindung. Das Subjekt ehrt die Mächte, indem es zur eigenen Zufälligkeit, Unverbindlichkeit, Beliebigkeit sich erniedrigt. Gibt es wirklich kein richtiges Leben im Falschen, so kann es eigentlich auch kein richtiges Bewusstsein darin geben. Dieses besteht in der Anstrengung, unermüdlich
also immerzu auf seine Aporien, seine Ausweglosigkeiten, seine Unwägbarkeiten und auf sich selber zu reflektieren, ist gleich Selbstbesinnung zu üben. Aber man ist in der Welt, indem sie im Bewusstsein ist. Wollte man aus dem Bewusstsein heraus, müsste man aus der Welt hinaus, über sie hinaus, ins Nichts. Das Nichts ist außerhalb des Bewusstseins, in dem die Welt ist. Ich bin nicht im Bewusstsein, ich bin in der Welt. Weil ich in der Welt bin, ist die Welt im Bewusstsein. Das richtige Bewusstsein ist eine Empfänglichkeit, eine Offenheit, denn es führt keinen Weg hinaus, weil es ein Gastgeber ist, der einen Empfang gibt. Das richtige Bewusstsein lässt kommen, kommen lassen ist sein lassen. Das richtige Bewusstsein ist ein Weg hinein in die Welt, die zwar in mir ist, weil sie in meinem Bewusstsein ist, die aber deswegen nicht Innenwelt ist, weil ich in ihr bin.